Hallöchen, ich wollte euch das hier mal nur ein paar Bilder zeigen, weil anders habe ich es gerade nicht. Ich habe euch ja mal diese Spulen gezeigt, die ich da so dran adaptieren wollte. Das habe ich jetzt so weit gemacht, dass ich hier Adapter fertig gedruckt habe und den Fuß abgesägt habe von den Spulenkörper hier. Und damit reingeklebt habe. Ich musste die Spulen auch anpassen auf die Werte, die da vorher drin waren. Bei der Geschichte auf der Seite hier sind es 0,26 Millihenry gewesen. Und auf der hier sind es 0,16 Millihenry. Da musste ich dann von hier, musste ich ja nicht neu wickeln, das fiel mir ja noch ein. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Muss ich ja nicht neu wickeln, ich brauche sie ja nur abwickeln. War ja zu viel drauf, muss ich ja nur abwickeln. Der eine Kommentar meinte, die müssen ja auch einen gewissen Abstand haben und so weiter. Das habe ich ja alles gar nicht verändert. Die passten auch vom Abstand her wie die Originalen. Und ich habe auch geguckt, dass der Abstand in etwa der gleiche ist im Abschirmbecher als vorher auch. So, aber hier musste ich abwickeln und da musste ich abwickeln. Hier waren es 70 Windungen runter auf beiden und auf diesen waren es 90 Windungen runter. Fixiert habe ich das mit Heißkleber. Ja, da ist ein dicker Blob. Und hier habe ich das ein bisschen breit geschmiert. Hier auch an den Stellen. Und habe dann versucht, das Radio abzugleichen und es ging nicht. Und das wollte nicht funktionieren, weil da ein Rad ab war. Ich hatte da zu der Lötstelle da unten, man könnte meinen, ich brauche es ja bloß wieder anlöten. Es waren vielleicht ein halber Millimeter, wo Luft zwischen war, also war der Draht irgendwie zu stramm. Ich weiß nicht, was passiert ist. Habe ich verlängert, habe ich wieder angelötet, Deckel sei schon, Becher wieder oben drauf und habe dann hier das Radio abgeglichen, 2 Stunden lang. Erstmal die ZF reinkriegen, für das Ding war ja total verstellt. Habe ich dann reingehauen, auf das Maximum, was ging. Ich habe es erst mit einem Oszilloskop gemacht. War aber hörbar, irgendwie nicht schön anzuhören. Ich weiß nicht warum. Ich habe es dann nach Gehör auf das beste Modulationssignal, was ich reingeschickt habe, eingestellt. Auf das lauteste und was sich am besten anhört. Es ist ungefähr 1,4 Kilohertz das Signal gewesen, der Ton. Also so, dass er nicht irgendwie verzerrt ist oder sowas. So, dass er schön sauber rauskommt. Und dann habe ich versucht, die Skala anzugleichen mit dem Sender. Und das ist mir im Groben auch gelungen. Passt auch soweit, aber der Skalenzeiger, weil ich ja den Skalensaal neu gemacht habe, den Skalenzeiger muss ich jetzt noch ein bisschen beiseite schieben. Der passt noch nicht, der sitzt noch nicht richtig. Der geht auf einer Seite zu weit raus aus der Skala und auf der anderen Seite hängt er direkt am Rand von der Skala. Und das passt so nicht ganz. Die muss ich noch ein bisschen verschieben und dann kann ich das auch wieder abgleichen. Weil die Abgleichkerne von den Spulen, wo die dafür zuständig sind, die hängen auf den letzten Gewindegängen. Und bei der einen Spule, wenn ich da wirklich auf den einen Sender einstelle, dann blockiert er den Schalter. Das kann nicht richtig sein, also muss ich den Skalenzeiger noch ein bisschen verschieben. UKW habe ich auch abgestimmt. Das waren ja die anderen 2 Spulen da unten drinne. Habe ich wieder eingestellt mit der ZF, die lag nur ganz knapp daneben. Und vom Sender her habe ich es auch versucht, das passt nicht ganz, aber von der Senderstärke her, da habe ich noch einiges rausholen können. Also das empfängt jetzt noch ein ganzes Ende besser als vorher. Das wollte ich euch nur mal sagen. Den Rest würde ich euch am Radio zeigen, wenn ich dann die Lust habe, das mit Video zu machen, weil im Moment habe ich keine Lust mehr. Ich habe hier 2 Stunden gesessen und habe mir hier Gepfeife und Getute reingezogen und dann Sender und hast du nicht gesehen. Ja. Ich kann hier euch leider nicht auf Mittelwelle oder Langwelle irgendeinen Sender zeigen, den ich empfange, weil ich empfange hier nichts. Habe ich mit einem anderen Radio nochmal gegengecheckt. Ich kriege hier nur Störungen rein. Ich weiß nicht, ob das von der Tageszeit abhängig ist, ob das von dem Standort abhängig ist hier. Ich müsste mal mit dem anderen Radio mal gucken, ob ich irgendwo in einem anderen Raum hier irgendwie Mittelwelle oder was empfange oder mit der Tageszeit mal gucken.
Und dann mal gucken, ob das Radio das auch kann. Aber erstmal muss ich das so abgleichen, dass die Sender halbwegs zur Skala passen. Also die Frequenz, die es empfängt, auch zur Skala passt. Und das würde ich dann demnächst im nächsten Teil machen, den ich dann mache. Ich wollte euch nur mal sagen, soweit funktioniert das Radio wieder. Also ich habe es hingekriegt. Ich habe das zurecht gefriemelt. Hier kann man das ja sehen, was ich hier gemacht habe. Da kann man es nochmal sehen. Unten da so ein Stück gedruckt und die Ding da reingeklebt. Müsste jetzt hinhauen. Mit der Kerne müsste ich mir mal was einfallen lassen. Die sind recht lose. Vielleicht mache ich mit einem 3D-Drucker einen ganz schmalen, dünnen Gummistreifen, den ich mir ausdrucke und damit zwei reinpacke und reindrehe. Mit Festdreh. Vielleicht klappt das. Muss ich mal gucken. Ich will mir die Kerne nicht kaputt machen. Ansonsten muss ich die Kerne so lassen und mit einer Kerze oder was Wachs reinträufeln und gucken, ob ich sie damit irgendwie fixiert kriege. Okay, also Freude auf den nächsten Teil, wenn ich das Radio soweit wieder fertig mache. Bis dann, tschüssi.